Hey, ich bin Matthew Mockridge, bin Unternehmer, mit meinen drei besten Freunden vor 5 Jahren mittlerweile ein paar verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt und aufgezogen und groß gemacht, teilweise in über 60 Städte europaweit expandiert. Und das sieht natürlich nach außen hin, und so die Spitze des Eisberges, die man dann sieht, das sieht natürlich alles so hochglanz und cool irgendwie aus, aber viel wichtiger ist die Tatsache, dass dahinter halt irgendwie eine Freundschaft ist und dass da ganz normale Typen sind, die täglich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die täglich irgendwie Ängste, Unsicherheiten haben, uns gegenseitig dabei helfen, einfach so ihre Träume und ihre Passions irgendwie durchzuziehen. Und mittlerweile ist es so, dass wir so das operative Geschäft dieser ganzen Dinge konnten wir teilweise oder glücklicherweise auslagern, und tolle eigene Geschäftsführer und so weiter, sodass wir uns gegenseitig die eigentliche Schönheit von selbstständigen Unternehmertum ermöglichen konnten, nämlich dass jeder so das macht, was er wirklich liebt. Also ich habe zum Beispiel angefangen mit vollem Support und auch als gleichberechtigte Partnerschaft wieder durch meine drei besten Freunde gepusht, habe ich angefangen ein Buch zu schreiben, was jetzt fertig ist. Das ist dein nächstes großes Ding, gute Ideen aus dem Nichts entwickeln, wo ich wirklich versuche zu erklären, wie diese Erfolge passiert sind, was die Systeme und die Mechanismen dahinter sind. Ich mache einen eigenen Podcast, wo ich mir einfach so wirklich viele Dinge so von der Seele spreche, die ich auf diesem Weg bis hierhin irgendwie so mitnehmen konnte, die mich auch beschäftigen. Teilweise wie so Q&A-Sessions, wo ich Fragen beantworte. Teilweise werfe ich aber auch Fragen raus, die ich mir selber nicht beantworten kann, aber die vielleicht viele junge Unternehmer oder auch einfach junge Menschen, die das machen wollen, was sie begeistert, die sich vielleicht auch fragen. Ich schreibe einen Blog, wo ich diese Gedanken auch niederschreibe. Und das sind, man hat natürlich immer so das Business und diesen Erfolg oder Misserfolg so als das Poster-Thema. Aber es geht auch um ganz andere Sachen. Also wirklich so um so Dinge wie kann ich glücklicher werden oder wie kann ich so meine Erfüllung finden? Wie kann ich überhaupt das finden, was ich wirklich liebe? Das sind so Fragen, die ich thematisiere. Das sind auch Vortragsthemen, zu denen ich so als Speaker dann auch gebucht werde mittlerweile. Was auch ganz witzig ist, weil dann natürlich immer so gefragt wird, ja, und also brauchen die irgendwie PowerPoint und kommen sie dann im Anzug und solche Sachen. Ich komme halt mit Cap und Sneakers und mache kein PowerPoint und gar nichts, sondern stelle mich einfach hin und erzähle die Story. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie ich mich wirklich damit identifizieren kann und wirklich wohlfühlen kann. Und ein Ding, was mir sehr dabei hilft, all diese Sachen durchzuziehen und so eine Klarheit zu behalten in diesem Chaos der vielen Projekte und der vielen Dinge, ist halt, dass ich viele Teile meines Lebens halt sehr routiniert aufstelle. Also ich habe beispielsweise eine sehr klar für mich durchgeplante Morgenroutine. Also die kann ich dir wirklich so als Skript irgendwie so hinlegen, die kannst du genauso nachmachen, weil die halt so klar durchstrukturiert ist. Und das hilft mir einfach, irgendwie eine Klarheit und eine, ja, so saubere Abläufe zu behalten, weil es gibt keinen Chef, der sagt, ey, du musst um 8 Uhr hier sein. Und es gibt niemanden, der sagt, du musst das und das dann und dann abgeben. Das heißt, ich schaffe mir praktisch selber eine Struktur, in der ich dabei auch meine Entscheidungskraft schützen kann. Weil ich hatte immer so nur das Gefühl, dass man pro Tag nur so ein paar wirklich gute Entscheidungen zur Verfügung hat. Und wenn man die halt raushaut für irgendeinen Schwachsinn, wie das ziehe ich heute an oder was poste ich auf Facebook oder wann stehe ich auf und was koche ich mir, dann hast du halt nicht wirklich die guten Entscheidungen übrig für die wichtigen Sachen, die du in der Freundschaft oder in der Partnerschaft oder im Geschäft brauchst. Und deswegen habe ich viele so, ja, vielleicht so triviale Dinge einfach echt so auf Autopilot gesetzt. Ich stehe meistens zur gleichen Zeit auf, mache so einen Journaling-Prozess, wo ich mir Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, Dinge aufschreibe, auf die ich stolz bin, weil das sind auch die Dinge, gerade als selbstständiger Unternehmer, aber eigentlich auch als Mensch, völlig egal, was man macht, die man halt vergisst. Du vergisst die Dinge, auf die du stolz bist. Und du vergisst, dass du dankbar bist, dass du ein warmes, schönes Bett hast, dass du Klamotten hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Freunde hast, mit denen du Tür an Tür wohnen kannst, dass du gesund genug bist, irgendwie aufzustehen, in den Tag zu leben. Das sind halt Sachen, die ich mir aufschreibe, um mich immer wieder darauf zu konditionieren, die Upside zu sehen, also die Opportunität zu sehen, die Chance zu sehen und nicht das zu sehen, was irgendwie nicht so gut funktioniert, und nicht zu sehen, dass es grau ist und es regnet, sondern echt so sich darauf zu fokussieren, auf die Dinge, die funktionieren. Ich schreibe da auch Sachen rein wie, was habe ich heute gelernt oder wem kann ich heute helfen oder wem habe ich heute geholfen. Also alles Sachen, die mir so dabei helfen, mich auf das zu fokussieren, was mich erfüllt und was mich glücklich macht, weil ich finde, Glück und Erfüllung und Erfolg, und damit meine ich nicht monetären, finanziellen Erfolg, sondern Erfolg als Mensch, weißt du, das sind Sachen, die man lernen muss und die man auch verbessern kann. Das ist wie eine Fähigkeit, an der man arbeiten kann. Und für mich hat sich auch das Bild von Erfolg in den letzten Jahren, vor allem weil ich also den konventionellen Erfolg erlebt habe, ich habe erlebt, wie es ist, wenn man plötzlich einen Kontoauszug zieht und da ist echt viel Geld zu sehen, ich habe erlebt, wie das ist, wenn das kommt, und erlebt, wie das ist, wenn das weggeht,
und habe da für mich herausgefunden, dass, ja, dass ehrlicher Erfolg für mich jetzt mittlerweile viel mehr damit zu tun hat, wie ist der eigene Blick in die Augen, also wie ehrlich ist der eigene Blick in die Augen. Wenn du in den Spiegel guckst, siehst du da jemanden, den du stolz bist und jemanden, von dem du selber ein Fan bist und sagst, Mensch, ey, das ist gut, was du machst, und die Entscheidungen sind sauber, und das ist eine schöne, ehrliche Werte, die du da lebst. Also das sind so Sachen, die für mich erfolgreich machen. Wie ist das Verhältnis mit den Freunden? Wie ist das Verhältnis mit den Eltern? Wie ist das Verhältnis mit der Gemeinschaft, in der man lebt? Wie ist die Qualität der Gedanken, die man lebt? Das sind so für mich Dinge, die ehrlichen Erfolg mittlerweile ausmachen. Und das sind Sachen, an denen ich mittlerweile fast in so einer gesunden Sucht täglich arbeite. Also ich gibt für mich nichts Schöneres, als vorm Schlafengehen 10 Minuten in einem wirklich tollen Buch zu lesen und so kurz in die Gedanken und in die Sphären von einem Weltklasse-Denker zu kommen. Ganz egal, ob aus Psychologie oder aus Persönlichkeitsentwicklung, aus Unternehmertum. Wie so die Möglichkeit, kurz mit dem sich hinzusetzen und zu sprechen 10 Minuten lang.